Hallo Leute, und ihr braucht jetzt gar nichts sagen. Ich weiß ganz genau, was ihr denkt. Warum zum Teufel hat der Andi eine Brille an? Seit meinem 5. Lebensjahr trage ich schon Brillen. Mittlerweile trage ich sie nur noch, wenn es wirklich notwendig ist. Zum Beispiel, wenn ich am PC sitze oder wenn ich mir Hefte angucke mit Brüsten. Es ist doch völlig egal, ob ich jetzt eine Brille anhabe oder nicht. Ich mache jetzt ein Video, und zwar, was habe ich in meiner Tasche? Video? Oder soll es wohl Leute geben, die ihre Tasche hervorkramen, meistens Frauen, und dann zeigen, was sie in der Tasche haben? Ich könnte das auch mal machen. Ich war bei der Bandprobe vor, ich habe zwar keine Handtasche, aber ich zeige euch jetzt, was ich in der Tasche habe. Ja, das ist doch unglaublich interessant, was ich in der Tasche habe. Eine Wasserflasche, die halb ausgetrunken ist. Ich habe noch viel mehr Sachen in meiner Tasche. Warum macht man das eigentlich? Mich interessiert das nicht. Naja, ich habe hier noch ganz viele Kabel. Ich habe hier noch ein Pad von meinem E-Drum-Set. Das benutzen wir als Subdrop. Ich habe mein Mikro, noch ein Mikro, falls das andere Mikro mal ausfällt oder so, was nie passieren wird. Ein Zettel mit Notizen. Ich habe ihn leider verloren, deswegen kann ich euch ihn leider nicht vorlesen. Ich habe noch ein paar Sachen in der Tasche. Einen Gabelstapler. Eine Heckenschere. Einen Smiley-Ball. Ich lächle. Die Hölle. Ah, meine Tasche brennt. Oh. Was habe ich denn noch so in meiner Tasche? Ah, eine Faust. Ein Skateboard, das total kaputt ist. Eine verstaubte Fernbedienung. Eine weitere Tasche. Eine Kamera. Das war's auch schon. Ich habe viele tolle Sachen in der Tasche gefunden. Zwar kein Labello, keine Schminke oder so, aber die Hölle dafür. Ich hoffe, du findest mehr. Das ist eine indirekte Aufforderung, dass du eine Videoantwort machen kannst. Eventuell, natürlich sollst, musst. Ich habe die Hölle, hallo. Zum Schluss noch hier oben kommt ihr zum letzten Video. Da oben kommt ihr zu meinem zweiten Kanal. Der heißt ganz innovativ Cookie Breed 2. Und ich habe mittlerweile schon einige Videos hochgeladen. Ich werde auch kontinuierlich weiterhin Videos hochladen, wenn es Outtakes, Behind the Scenes, wie auch immer Videos gibt. Hier unten kommt ihr zu irgendeinem Zufallsvideo. Und hier kommt ihr zu meinem Kanal. Checkt alles aus und bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal. Echo.